Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead, eine neue Folge. Ich bin gerade ein bisschen am Farmen, so mache ich es ja immer zwischen den Folgen. Ich farme so ein bisschen Material, habe hier so ein bisschen aufgeräumt und ich sehe, vorne ist so eine kleine Hütte mit einer jede Menge Zombies drin. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen Platz schaffen im Inventar. Wir haben noch Platz, alles gut. Machen uns noch ein paar Pfeile. So, das müsste erstmal reichen. 167 Pfeile müssten reichen. Und jetzt picken wir uns hier so einen oder anderen Zombie mal raus. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Und die kommen nicht alle. Machen wir erstmal einen dicken. Oh, das wird interessant. Oh, fuck. Jetzt in die Straße runter. Oh, oh, das tut mir leid. Oh, da kommen sie. Oh, die kommen aber. Das sind ein bisschen viele. Abstand. Oh Gott. Oh, Splash. Schön. Ich mag es. Zum Glück halten die nicht so einen. Halten die nicht so lange aus und verfolgen einen Ewigkeiten. Mal gucken, was in der Hütte ist. Ich hoffe, das lohnt sich. So. So. Da läuft noch einer weg. Hier links im Haus sind wohl auch noch welche drin. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinschnuppern, wenn ich hier aufgeräumt habe. Da sind aber immer noch eine Menge drin. Die müssen doch irgendwas Gutes bewachen. Ich hoffe, da ist wirklich was Gutes drin. Oh, das ist ein Dicker. Oh. Das tut mir aber leid. Ne? Ach, das ist der Bauch. Ich dachte, das wäre ein Sack, der eben liegen geblieben ist. Das war doch nur der Bauch. Okay, da ist noch jemand Großes. Nebendran die Enten. Macht ihn fertig, die haben meine Brüder getötet. Also der Bogen ist schon echt gut. Gerade wenn du die Schwachstelle den Kopf triffst, geht das hier wirklich ab. Hier ist nichts mehr drin. Können wir auch mal durchlooten. Oh, bitte lass jetzt da guten Loot drin sein. Ich will gute Sachen, wa? Das wäre super. Da neben rechts davon ist auch noch Eisen, soweit ich das richtig sehe. Wieso bleibt er denn als liegen? Hat er noch irgendwas Besonderes? Ist hier noch jemand? Da ist noch einer. Die Gürtellampe, die sie hat, ist aber auch ein halber Flutscheinwerfer, ne? Hier noch was? Nee. Okay, ein bisschen Material. Ja. Oh, guck mal hier. Die Wand ist gespickt von meinen Pfeilen. Hab ich was übersehen? Nein, überhaupt nicht guter Kram. Ich hatte jetzt hier auf eine Panzerfaust oder irgend sowas gehofft. Schade. Schade, schade, schade. Dann nehmen wir das hier. Ist das Eisen? Sieht bald so aus, ne? Nehmen wir das noch mit. Dann gehen wir mal in die Hütte rein. Vielleicht ist da der gute Stuff ja drin. Ich meine, wenn so eine ganze Gruppe Zombies steht, ich dachte irgendwie so 10 Zombies oder wie viel das jetzt waren, da muss doch irgendwas Gutes dabei sein. Klar war jetzt eine Kiste dabei, die ein bisschen mehr bringt, aber so richtig gut war das jetzt auch nicht. Oh, hier knurrt schon drin. Oh, hallo. Geht doch. Wer war nochmal Legolas? Ich weiß gar nicht, wer das gewesen sein soll. Oh oh. Ja, komm doch raus, nicht schreien. Komm, wir machen das. Ihr seid mehr.
Oh. Oh, Splash. Schöner Hüpfangriff. Sprungangriff, würde ich eher sagen. Hüpfangriff. Da, hier, da, der ist doch... Die Krähe ist immer noch am Start. Und sagt, ja, töte ihn! Ja, kommen sie raus. Alles gut. Oh. Das hat nicht lange gehalten. Also wenn jetzt kein guter Kram da drin ist, ich will jetzt gute Sachen. Wo sind denn die Pfeile hin? Ich glaube, das ist der Mistwurm, der explodiert, ne? Oh. Hallo, kleines Krabbelfiech. Magst du meine Mama sein? So. Wir geben das hier noch draußen unterwegs. Ich glaube, es gibt nur Nägel und Holzbretter, wenn man so einen Schrank auseinander nimmt. Ist hier nicht was Geiles? Nicht, dass ich... Oh, 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 oh. Ah. Sehr schön. Keine Munition dafür. Das ist nicht schön. Aber die haben wir in der Basis. Da sind noch ein paar Schuss, meine ich, drin. Oh, das müssen wir lieber draußen auskämpfen. Habe ich keinen Bock drauf. Kommt runter! Och nee. Oh, Wegfindung. Wegfindung, komm runter. Oh, das ist aber... Oh, machst du die Wand kaputt? Okay. Wo ist denn der Kollege? Da ist er. Splash. Oh, was ist das hier? Munitionskisten? Gewehrpatronen. Oh, Snickers! Ähnlichen Snickers. So, das war's aber für das heute. Das hat sich doch gelohnt, hier mal ins Häuschen reinzugehen. Die ganze Zeit nur gebaut. Und jetzt? Armed and dangerous, sage ich da nur. 30 Schuss im Magazin. Auch nicht so verkehrt. Nice. Was war das? U? Shift U? Ja. Screenshot am Start. So. Sehr schön. So. Nice. Wie klingt das? Ist das Ding schallgedämpft? Klingt ja lächerlich leise. Okay. Klingt irgendwie jetzt unspektakulär, muss man sagen. Piu, 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 piu. So klingt's. Oh, Eisen. Eisenpopeisen ist natürlich nice. Nehmen wir mit. Das lassen wir nicht gammeln. Na gut, ich fahre noch ein bisschen weiter und wir sehen uns etwas später wieder. Ne? Bis dahin. Tschüss. So, da ist er wieder zurück. Die Nacht kommt schon wieder. Ganz nach gefarmt. Dinge getan und Sachen gemacht. Stöckchen gesammelt. Die nicht automatisch stacken, fällt mir gerade auf. Ja, Sachen gesammelt. Ich habe das Essen schon aussortiert soweit. Und bin wieder daheim. Also die Nacht, also der Tag des Farmens hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben eine AK gefunden. Eine R-Uhr 74. Wahrscheinlich darf sie nur nicht so heißen wie eine AK. Ich weiß es nicht.
So, wir haben außerdem ein paar Forschungszeiten geholt. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir machen sollten. Also hier, den könnten wir machen, dann könnten wir den Flammenwerfer herstellen. Also den manuellen Flammenwerfer. Und hier ein Lichtschwert. Oh Mann, die Entscheidung. Das ist eine echt gute Frage. Ansonsten wäre Kampf angesagt, aber ich würde da eher auf die Fallen gehen. Ne? Den Masterbuilder haben wir ja schon komplett ausgelevelt. Wir hatten hier noch den Veteranporter. Was ist das? Inventarplatz plus 12. Fürs Farmen wäre das auch nicht schlecht, oder? Ja, fürs Farmen wäre es eigentlich schon fast essentiell, oder? Die Punkte. Flammenwerfer, das ist Spielzeug, ne? Brauchst du Benzin? Ich mache mir Inventar. Ich habe mich entschieden. Alles klar. Was wir auch mal machen können, wir können doch hier aus Blättern, und da haben wir mindestens 355, wir können doch hier irgendwo Forschungsseiten herstellen. Da, Forschungsmaterial. So, 35 haben wir schon. Haben wir immer noch Blätter in der Kiste? Nee, den haben wir in Weise ver... Oder ist das in einer der Kiste? Doch, hier, 67. Hier noch was? Nein. Okay, Forschungsmaterial. Okay, nochmal 7. Langt aber nicht, oder? Wie viel haben wir jetzt? 49. Ich glaube, da kannst du ja keinen Krieg mitgewinnen. Natural Human, was ist das? Damit können wir Felder anscheinend herstellen. Okay, Animal Hunter. Was ist, kommt das hier? Sprungausdauer, 50. Sprungausdauer? Ist das überhaupt die Ausdauer? Was ist damit gemeint? Ich springe doch kaum in dem Spiel. Ist das die normale Ausdauer? Würde ich sagen, oder? Weil sonst sehe ich hier keinen Skill. Erhöhte Geschwindigkeit, Fertigstellung. Nee, das brauchen wir auf keinen Fall. Masterworker, Novice Boxer, Ausweichrate 15, nee, ist auch Quatsch. Schaden mehr an Tieren ist auch Nonsens, brauche ich alles nicht. Diese Sprungausdauer interessiert mich schon, weil dann kommt man nämlich hier hin nach Angriffstempo erhöhen, Schaden erhöhen und Fallschaden. Das ist schon, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also Fallschaden, ne, ist auf jeden Fall, ich glaube, ich mache das. Ich gehe da drauf. Kann ich noch? Ne, wir haben nur 24 Seiten. Und alle 24. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann haben wir das hier skilled. So, wir müssen noch ein bisschen aufwerten. Und ich wollte hier was hinbauen von wegen einer Treppe. Ich wollte da hinten noch aufwerten, aber erstmal wollte ich hier die Treppe fertig bauen. Und zwar ist meine Idee, dass wir hier eine Treppe nach oben bauen. Und dazu müssen wir hier Wände setzen, damit die Seite zu ist. Ich glaube, dann können wir da eine Treppe dran klatschen. Irgendwas kommt hier. Oh, Glück gehabt. Ah. Oh. Oh. Oh, ich muss erstmal Abstand nehmen. Oh, mal, warte mal, warte mal. Komm mal mit. Ist das Trebuchet da oben leer? Es wäre ein Träumchen. Es ist nicht leer. Da kommt noch jemand. Komm. Komm. Nicht Trebuchet, bitte nicht Trebuchet. Ach, Monsterschnabuse. Ich wollte doch sehen, wie der Häcksler funktioniert. Ach, verdammt. Kannst du nicht mal was testen? So. Daran. Daran. Und, oh, ich glaube, ich habe das Material gar nicht mehr. Nee, ich habe das Material gar nicht mehr. So, können wir jetzt hier eine Treppe dran bauen? So, das geht schon mal, ne? Das ist in die erste Stufe. In die zweite Stufe müssen wir noch eine Wand setzen. Ich meine, das könnte gehen. Ich hoffe. Und ich muss es halt irgendwie verstärken. Ich will halt hier noch eine Wand hinsetzen. Also hier, das hier praktisch zubauen, so dass wir diesen Häcksler nachbauen, nachladen können. Aber da müssen wir hier hochkommen. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwas ransetzen. Das wird kompliziert. So. Ach genau, ich habe eine Sperlingsfeder bekommen. Müsste hier drin sein. Adler.
Kaninchen, Schwein, Taube, Fuchs, Sperling, da haben wir eine. Und auch eine Feder und so weiter. Also ein Sperling habe ich erwischt. Was? Was? Ach, das waren die Klamotten. Guck mal, die sind in Kästen drin. Das ist ja geil. Das waren die Schuhe und die Hose. Die sind in Kästen anscheinend drin. So, nicht ablenken lassen, Minjas. Wir wollen was bauen. Und zwar die Wand. Dazu brauchen wir jede Menge Seile, Bretter und Hölzer. So, und dann Bretter und Hölzer. Machen wir es erstmal so. So, ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal eine Wand dran. Ich bin mir nicht sicher, ob man das an die Wand kleben kann. Ich glaube nicht. Wieso kann ich es immer noch nicht bauen? Habe ich den falschen Kran dabei? Doch. Aber wieso kann ich es da oben nicht draufsetzen? Da wird es gehen, aber hier nicht. Hä? Weil? Okay, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Dann machen wir erstmal hier die Wand mit Durchbruch. Weil meine Idee ist Folgendes. Hier das Ding hin. Dann hier zu. Auch hier müsste zu sein. Da müssen wir aber, glaube ich, was drunter bauen. Oder Säulen drunter bauen. Dass wir nämlich hier stehen und hier an das... an den Häcksler kommen, um den aufzuwerten. So ist die Idee. Aber ich glaube, wir müssen hier was drunter bauen. Können wir das Ganze nur mit Säulen bauen? Funktioniert das? Geht das? Das kann ich aber nicht ansetzen, oder kann ich die daran setzen? Nee. Ist das richtig so? Nö. Aber null. Schade. Oder die Treppe ist im Weg. Das kann natürlich auch sein. Warte mal, dann baue ich das nochmal ab, wo ich gerade dabei bin. Ansonsten machen wir noch eine Foundation drunter und setzen darauf dann die Säulen. Das müsste dann aber hinhauen. So, dann probieren wir hier nochmal eine Wand. Nö. Irgendwie, irgendwo... geht das Ding da nicht dran? Warum geht das da nicht dran? Ich verstehe es nicht. Aber hier können wir schon mal zumachen. Dann werden wir von der Richtung nicht angegriffen. Ja komm, dann machen wir halt hier erstmal Foundation hin. Und wir wollen ja bis nach oben. Dann machen wir das halt hier zu und die müssen wir dann nur upgraden. Müssten wir eigentlich dann so hinbekommen. So, wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten haben wir noch Zeit, bis die Horde kommt. So, dann machen wir hier die Treppe hoch. Ist das richtig so? Ich hoffe. Wieso? Nee, es geht nicht hin. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir das mit den Stützen hinbekommen. Ist die Frage, ob die zu weit draußen sitzen. Die kannst du auch gar nicht woanders positionieren. Also die musst du da positionieren. Das heißt, hier muss eine hin. Geht das dann jetzt schon? Na? Hilfe? Gehen Sie? Wieso? Wieso? Mann! Warum? Warum funktioniert es nicht so, wie ich möchte? Müssen wir doch vielleicht auf beiden Seiten eine Säule hinsetzen? Lass mich mal vorbei. Danke. Das ist ja echt schwierig. Warum geht das nicht? Verdammt. Boah, kompliziert. Ah, so rum. Ah, doch, hier geht's. Aha, interessant. Gut, das langt ja, ne? Bis hierhin. Ja, muss man ja nicht mehr Aufwand machen als notwendig. Genau, klatschen wir hier noch eine Wand dran, machen das hinten zu. Und verstärken das noch. Nice. Ach Mann, ey, das ist nicht... Ich muss das unbedingt skillen. Das ist das Nächste, was ich skillen will. Ach so, weißt du, was jetzt wieder nicht geht? Die Wände gehen wieder nicht dran.
Ja, die Wände gehen wieder nicht dran. Himmel, Arsch. Das geht nicht. Jetzt muss ich echt das Ding wieder abreißen, die Treppe. Naja gut, ich hoffe, die Ober bleibt da bestehen. Na komm, gib mir es abbauen. Demolish? Nee, ich will da oben dran. Okay, jetzt muss ich echt da hochrennen. Hier ist er noch offen. Ja, wieso kriege ich jetzt? Moment, ist das das Richtige? Jetzt. Oder ist der Pfosten? Wir werden es gleich erleben. Ah, geht. Zwar nicht der Pfosten. Zwar nicht der Gärtner. So, nice. Sehr gut, wir kommen hier hoch. Wir kommen auch runter. Wir müssen da hinten noch zumachen. Da springe ich jetzt aber nicht runter, das tut nämlich weh. Ach, hier haben wir schon zu. Sehr gut. So, Upgrade. Das heißt, wir brauchen... sechsmal Beton und 6x24 Ziegel. Dann machen wir dann nämlich gerade noch Stein draus, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist. Und dann kann die Horde mir gestohlen bleiben. So, das machen wir aber auch zu hier, ne? Hier muss noch eine Wand rein. Oh Gott, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Doch, geht. Ich will ja nicht, dass sie dann aus der Falle da mal denken, oh, guck mal, ich kann hoch zu diesem Bum-Bum-Ding, was mir die ganze Zeit Stein auf den Kopf wirft. Wäre auch ein bisschen blöd. So. Wir brauchen... Was habe ich gesagt? Wir brauchen Beton. Das ist aber... Doch, das müsste doch hier sein. Zement. Machen wir fünfmal. Und Ziegel. Können wir nur 20 machen, weil uns die Steine fehlen. Haben wir sonst noch Steine? Haben wir die noch da? Kalkstein, Felsbrocken, kleiner Stein, Steine. Okay. Und was war das noch zum Upgraden? Das gucken wir jetzt gleich mal. Jetzt haben wir ja einen Weg, der rüber geht. Machen wir erstmal... Au! Achso, hier komme ich nicht raus, ne? Okay, machen wir erstmal... Das kann ich upgraden. Da kann ich auch ran. Sehr nice. Nur hinten kann ich nicht ran. Okay, hier wäre blöd, wenn sie hier durchbrechen würden, ne? Da brauchen wir noch bearbeiteter Stein. Das ist ja billig, die Wände upgraden. Okay, für Wände brauchen wir bearbeiteten Stein. Oh Gott, aua. Oh, das hat richtig reingezwirbelt. Gut, auf der anderen Seite kann ich jetzt hier draußen upgraden. Au. Au. Das ist aber... Sprungfest ist sie aber nicht. So, bearbeiteten Stein. Gut, ich würde sagen... haben wir hier was in der Kiste? Jo. So. Einmal Upgrade. Und ich sehe gerade, da fehlt uns noch Zement. Ein paar Nägel. Zement und ein paar Nägel. Nägel gibt es, glaube ich, hier drüben. So. Alles klar. Die Ecke haben wir. Das haben wir. Die Seite machen wir noch zu. Am besten das komplette Ding zumachen, oder? Würde ich sagen. Weil von hinten ist ja in der letzten Hordenacht ist ja so einer gegen die Wand gesprungen, beziehungsweise hat da Rabatz gemacht. Da wäre das schon ganz cool, wenn wir da ein bisschen Sicherheit haben auf der Seite, wo sie vermeintlich herkommen. Okay, jetzt fehlen uns die bearbeiteten Steine. Okay. Aber unsere Nachladegedöns, das ist erstmal dicht. Gut, oben ist noch nicht dicht, das könnten wir später noch machen, aber
Wir kommen jetzt zumindest hier in diesen Bereich rein, wo wir nachladen können. Und das können wir ja auch erweitern, den Gang. Wir können ja später in diese Richtung das Ganze erweitern, so als Servicegang sozusagen. Und da müsste es eigentlich funktionieren. Bearbeiteter Stein. Okay. Dann machen wir gerade noch den Rest der Wände, machen wir noch zu. Damit, wenn hier einer meint, gegenspringen zu müssen, dass wir ein bisschen was entgegensetzen können. Machen wir das hier drin auch? Lohnt sich eigentlich erstmal nicht, oder? Ich sagen. Mal gucken. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder und dann werden wir gemeinsam hier die Horde erleben. Und ich hoffe, dass meine Rechnung hier aufgeht. Das müssen wir auch noch alles verstärken, aber ich glaube, hier hoch kommen sie erstmal nicht. Das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Goodie. Dann bis zur nächsten Folge. Dann werden wir wieder die Horde gemeinsam machen. Und ich hoffe, ich überlebe den Mist. Wäre schon irgendwie ganz, wäre schon ganz nett, wenn wir es überleben würden. Dann machen wir das hier noch. Komm, das geht. Ah, jetzt langen die Ziegel nicht mehr. Na gut. Goodie. Das haben wir. Da ist ein Upgrade. Da ist es. Ich bin sehr gespannt. Ich lade nach, besorge mir jetzt noch ein bisschen Stöckchen und dann geht's los. Würde ich sagen, wir müssen das Inventar noch ein bisschen leer machen. Wir haben noch genügend Pfeile, wir haben AK, da holen wir uns die Munition raus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge, bis zur Horde. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.